Die faszinierende Welt der Fabulation. Die faszinierende Welt der Fabulation. Münchhausen und Co. Also Münchhausen und seinesgleichen. Jeder kennt diesen Lügenbaron oder sogenannten Lügenbaron. Von denen gab es immer wieder einige. Es gibt auch Baronessen davon. Also männlich und weiblich verteilt. Aber es ist eben die Fabulation, die das Leben oder große Teile des Lebens dieser Menschen ausgemacht hat. Sie haben etwas erfunden. Sie haben etwas im schlimmsten Fall erlogen und behauptet, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das sind also Lügenbolde im weitesten Sinne, ohne dass wir moralisieren und urteilen und sie verurteilen und sagen, Lügen darf man auf keinen Fall. Da steht schon, was weiß ich wo, in irgendwelchen Schriften und all dem. Es ist einfach eine Tatsache, die in der Welt ist. Was wären wir ohne diese vielen Menschen, die immer wieder fabuliert haben, die Geschichten erzählt haben am Kamin oder in ihren ausufernden Büchern und Werken etwas behauptet haben, auch in der Partnerschaft, was gar nicht stattgefunden hat, was wirklich nicht so war. Also ich erinnere mich an einen Freund, der immer wieder von Afrika erzählt hat und von seinen Reisen, seiner Faszination, die er von Afrika hatte. Und dann hat er schnell etwas erzählt, von dem ich sofort intuitiv gespürt habe, mein Gott, das kann gar nicht sein, das ist vollkommen abstrus, das ist fabuliert, das hat er jetzt erfunden, ja, um mich zu beeindrucken oder was auch immer. Nein, das war ein Lebenskonzept von diesem Mann, an den ich sehr geschätzt und sehr, sehr liebe, auch ja, in der Art, aber mir sehr schnell bewusst war, dass er da etwas fabuliert, was gar nicht stimmt. Und Achtung, Fabulation ist nicht Paranoia oder etwas Psychotisches, sondern es ist eben diese Fantasie, diese sich verselbstständigende, starke Fantasie, die eben etwas vollkommen Neues erfindet. Und wir sind heute so weit in der Studienlage von Forschung des Mentalen, von Menschen, dass wir sagen, alles, was produziert wird, ist wertvoll und hat einen Sinn oder es hat einen Zweck. Und ich möchte diese Geschichten nicht mehr missen von den Menschen, obwohl ich sie schnell durchschaut habe, aber trotzdem andächtig weiter zugehört habe, wie der gute Sohn oder wie auch immer eben der gute Freund, der gute Bekannte. Und fand das sehr interessant. Die haben die Welt wirklich reicher gemacht. Und das ist ja das Wichtige daran, eben in der Fabulation entsteht ja eine Welt, die typischerweise anders ist als unsere sogenannte normale Welt. Als diese und auch schon ganz anders als die nur rationale Welt oder die nur naturwissenschaftlich erklärbare Welt oder die durch Weltanschauungen oder Philosophien oder spirituelle Dinge entstehende oder beschriebene Welt. Das ist eine absolute fabulierte Welt, wo dann plötzlich etwas passiert, von dem du weißt, das kann so niemals passieren. Also hast du schon mal jemanden erlebt, der verbrannt wurde, jetzt in Tibet, also in irgendein spiritueller Meister, der eine Feuerbestattung hatte und dessen Herz springt dann aus dem Feuer hinaus, Gott weiß wohin. Das hat es natürlich nicht gegeben und das gibt es in unseren Realitäten oder in den normal beschreibbaren Realitäten nicht, aber in dieser Fabulation. Und diese Fabulationen haben ja etwas Faszinierendes. Sie fesseln uns als Zuhörer sehr andächtig an diese Geschichte, an diese Person und damit diesen Bezug, den diese Person erzählt, aus ihrer Bedürfnislage heraus. Sie hat jetzt das Bedürfnis, das so zu erzählen und sie repräsentiert das auch immer wieder im Leben. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen und die dir dann konfrontieren und sagen, du hör mal, mein Lieber, also das kann doch gar nicht sein, dass du mit einer Stielsäge dann so und so viele Bäume da umgelegt hast in Afrika oder Gott weiß was und dass jemand diese berühmte Cola-Kiste in der Sahara bei 50 Grad plus aus der oder 45 Grad plus aus dem Sand gebuddelt hat, damit du eine kühle Cola trinken kannst. Also dieses ganz Besondere, dass wir eigentlich in der Realität nicht haben. Und Achtung, die Realität, das habe ich ja an anderer Stelle beschrieben, hält natürlich auch immer wieder Besonderes bereit, ohne dass wir es fabulieren müssen. Aber die Fabulation ist eine fantastische Möglichkeit. Eine fantastische Möglichkeit, eine Welt zu erfinden, zu schöpfen, zu machen, die es so gar nicht gibt. Und wer weiß, vielleicht sind ja diese Fantasten und diese Fabulatoren und Fabulatorinnen Menschen, die dann Realitäten
auf die eine oder andere Weise mitschaffen, irgendwann natürlich in einer echten, in einer tatsächlichen Realität. Fabulation befreit die Menschen von den immer einseitigen, von den Zwängen einer Realität, von den Zwängen einer Logik, von den Zwängen einer Moral, von den Zwängen der Konzepte und der typischen Vorstellungen, auch vom Mainstream, von dem Standard, wo man sagt, ja, nur das und das ist möglich. Also es geht weit über die tatsächliche Realitätsgestaltung hinaus und versucht etwas zu schöpfen auf dieser Fabulationsebene, das ganz besonders ist und außerordentlich. Sonst hätten wir niemals Märchen als Menschheit erfunden. Es gibt zahllose Belege für Fabulationsgeschichten. Das ist ja etwas, was wir als Menschen brauchen. Wir müssen uns identifizieren. Wir müssen fasziniert sein. Ein Kind ist fasziniert von einer Geschichte und Kindern kannst du fast alle möglichen Geschichten erzählen. Sie lieben diese Geschichten und sie fabulieren selber in ihrer Möglichkeit, in ihren Umfängen, die sie haben. Und kein Erwachsener würde natürlich glauben, dass das Realität ist. Also wenn dir dein Vierjähriger, deine Dreijährige, Fünfjährige etwas erzählt, dann weißt du natürlich, oh, da ist ein Stückchen Realität dahinter, einerseits und andererseits ein Erfindungsgeist, der, wow, außerordentlich ist und ganz besonders ist in diesem Fabulationsverhalten. Also wir brauchen das als Menschen, diese Fabulation, so wie wir auch Märchen brauchen. Wie wir auch überhaupt das Fiktionale brauchen, das gerade erfunden ist und natürlich auf die Realität verweist oder eine Referenzebene, eine Symbolebene, eine Verarbeitungsebene dessen ist, was in der Realität stattfindet. Das Fabulative ist tatsächlich auch ein Befreiungsvorgang. Das ist eben die Vorstellbarkeit dessen, was in der Realität oder aus der Realität hinaus noch sein könnte. Was noch außerordentlicher ist als eine Realität oder wie gesagt ein Standard, eine Messbarkeit und all das. Fabulation wird interessanterweise von der Quantenphysik auch bestätigt. Auch die Quantenphysik, und das ist jetzt wirklich eine Naturwissenschaft, sagt letztendlich in ihren Aussagen, dass die Dinge Möglichkeiten haben, dass sie Wahrscheinlichkeiten haben und dass sie sehr unbestimmt sind und dass vieles daraus entstehen kann. Nur so kann sich Realität schöpfen. Also Achtung, nur so kann sich überhaupt Realität schöpfen aus diesem Fabulationsvermögen, diesem außerordentlichen, bizarren Vorstellungsvermögen. Und wie gesagt, es sind ja nicht Menschen, die psychotisch sind oder die krank sind, die gestört sind, sondern es sind einfach eben nur diese besonderen Charaktere, die das entstehen lassen. Und hier wichtig auch bei diesem Audio ist natürlich der Hinweis darauf, sei du auch selber fabulativ, in natürlich der Bewusstheit dessen, dass es eine Fabulation ist. Aber diese faszinierenden Geschichten, die sind wichtig, die wollen wir glauben. Abends am Feuer oder nicht am Feuer oder bei der Autofahrt oder bei einer langweiligen Bahnfahrt oder all dessen. Und das ist etwas, was ein sehr tiefes menschliches, was einem sehr tiefen menschlichen Bedürfnis immer wieder Rechnung trägt in dieser außerordentlichen Erfindungsfalschheit. Das ist ja nicht echt. Also wie gesagt, ich habe das sehr schnell durchschaut bei den Menschen immer wieder. Und das gesehen, das ist bizarr. Und dann, wenn du ein bisschen blöd bist, dann versaust du dir die Geschichte und diesen Bezug an diesem Abend und sagst, hör mal, Otto, das kann doch gar nicht so sein. Jetzt überleg mal, wie das so ist. Ja. Das ist natürlich etwas Freches oder ja, auch etwas, das man machen kann. Aber eigentlich wollen wir ja belogen werden. Wir wollen als Menschen wirklich fabuliert werden, verfabuliert werden auch. Insofern auch in einer Zeit, in der so vieles bekannt ist über sogenannte Fake News und Möglichkeiten. Ja, was ist denn das letztendlich als diese konstruktive Konstruktion von neuen Möglichkeiten, die wir haben? Fake News sind deswegen so stark in unserer Zeit, gerade in der Gegenwart, also zigfach akkumuliert und getunt durch das Internet und digitale Medien, weil letztendlich das nichts weiter sind als Fabulationsmöglichkeiten. Als Schöpfungsmöglichkeiten der Potenziale von Individuen, die das einfach so behaupten und fabulieren. Und das macht ja unsere Welt letztendlich summa summarum wesentlich reichhaltiger. Und auch das fördert eine Motivation, auch das Leben tatsächlich zu haben, zu sagen, oh, das hat mich so fasziniert bei dem so und so,
dass ich wirklich den Weg gegangen bin. Es war also eine fabulative Story, die mich vielleicht animiert hat, einen besonderen Berufswerdegang zu formieren in meinem Leben. Und den bin ich dann gegangen. Und ich wusste natürlich, jo, das sind fabulierte Geschichten. Die Realität sieht dann nochmal anders aus. Aber es hat mich sehr stark motiviert, einen bestimmten Weg zu gehen. Als Schriftsteller, als Künstler, als Prediger, egal was du bist, als Therapeut oder Gott weiß was. Also diese Erweiterung dessen, was noch ist irgendwo. Und wie lauschen, wie gerne lauschen wir diesem Lehrer, der das einigermaßen gut drauf hatte in unserer Grundschulzeit oder in der 5. Klasse. Ich denke da so gerade an den Deutschlehrer, der hat das herrlich drauf gehabt. Wir haben uns das Alte Testament erzählt im Religionsunterricht, nicht in dieser Unterweisung oder in irgendwelchen Bibelversen, die wir auswendig einpeitschend, damals noch gab es noch Peitschungen in der Schule und Klapse, lernen mussten, was ja auch ein widerlicher Unterricht ist. Nein, der hat es vollkommen menschlich gemacht. Und ich finde den heute noch so toll und der kommt mir öfter auch ins Gedächtnis, wo ich denke, das waren Lehrer. Lehrer, die Fabulatives drauf hatten, das Alte Testament zu durchschmücken und auszuschmücken, diese wunderbaren Geschichten zu erzählen, die natürlich nie so stattgefunden haben. Und da könnte man jetzt an der Stelle, wenn wir schon so weit gekommen sind, sagen: Ja, mein Gott, ist denn nicht alles letztendlich fabulativ, was wir so produzieren als Menschen? Und dadurch ist es sehr menschlich und sehr normal. Und sehr gut, weil es eben dann tatsächlich auch Realitäten formt, die aber jetzt in den Realitäten gelagert sind, also in den Anforderungen der Realität und nicht verwechselt werden dürfen mit der Fabulation, mit den Fabulationskräften und all dem. Ja, möchtest du, hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, diese Menschen, die fabulieren? Und wo du sagst, mein Gott, das ist eine Münchhausen-Geschichte, dieser Lügenbaron Münchhausen, es gibt ein Münchhausen-Syndrom in der Psychiatrie. Natürlich gibt es das und das ist auch okay in bestimmten Umständen, also unter den Parametern, wo das jetzt wichtig ist, zu einer gewissen Realitätsbezogenheit zu kommen. Keine Frage. Aber es hat eben einen ganz wichtigen Platz, diese Ausschmückung, diese Ausuferung.